Vergeltung. Der Lehrling. Okay. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Bald waren sie auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Das hoffst du. Das mit dem Alkohol hat den Hintergrund, dass der Einzelhandel viele Säufer birgt. Und das will man nicht unterstützen. Okay. Ein Zwergenhalf im 13. Jahrhundert. Ich wünsche da mal einen Lurk und mach was zu essen. Ah, das Klavöckchen. Hübsch da ist es ja schon. Eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Wahrscheinlich ich nicht. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Secrets? Secrets! Hey, Hugo, wo willst du denn hin? Da, Luftblasen! Sieh mal die Blasen! Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Was? Ein Fisch oder ein Frosch? So? Niemals. Außer es ist ein Riesenfisch. So ein McMonster-Fisch. Was ist das? Irgendein Gefäß. Das Zeug da drin sieht komisch aus. Ja. Ja, lassen wir lieber die Finger davon. Hermetisches Gefäß. Ein Tongefäß, in dem alchemistisches Material verarbeitet, gekocht oder mit Säure versetzt wird. Ah, okay. Alchemistenkram. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Vielleicht. Fische produzieren nicht solche Luftblasen. Nicht mal, wenn der Fisch 10 Meter lang wäre. Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht sind das aber die Ratten gewesen. Vielleicht können die auch unter Wasser ihr Unheil treiben. Das Schlimme ist halt, wir brauchen eigentlich nochmal so ein Nähwerkzeug. Fische sind Kiemenatmer. Ja, danke. Ach, wirklich? Also, wenn es jemanden gibt, der nicht weiß, dass Fische Kiemenatmer sind. Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Naja, sie war hier. Also, er ist zur Hälfte noch hier. Vielleicht haben die Fische oder Frösche derbe Blähungen wegen dem ganzen Menschenfleisch. Von Fleischblähungen ist nicht so häufig. Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Verwende Metallobjekte in der Umgebung, um Gegner abzulenken. Hä? Vergiss es. Falscher Knopf. Piu. Ich hab da drüben was gehört. Hast du das? Die Ritter, die Rüstungen sehen schon geil aus. Umdrehen, weggehen. Danke. Da
kriegst du dauerhaft so Zelda-Vibes, Ocarina of Time. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Das weiß der selber unter Umständen nicht mal. Dieses Geräusch. Was war das? Nix. Gar nix. Das sollte reichen. Eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke. Der schaufelte Asche rein. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Was war denn das? Los. Na gut. Ich glaube, ist das nicht wie eine Templerrüstung? Die hatten aber nichts mit der Inquisition zu tun. Das ist richtig, ja, aber... Da ist nichts. Ja, ja. Jetzt ich. Schon zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Ja, mach das mal. Erfüll deine Pflicht, du Wicht. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Nochmal oh, Werkzeug. Und jetzt? Was? Was war das? Hier, Eindringlinge! Nicht bewegen, ich mach kurz und schmerzlos. Amicia! Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Dieses Geräusch, das sehe ich mir besser an. Die schaufeln Kalk, das ist richtig. Klappt das? Ja, jetzt ich. Nichts zu berichten. Das klappt sogar. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Dass die Kalk schaufeln, wissen wir. Er hat es ja vorhin gesagt. Das würde in echt niemals funktionieren, denn jeder Videospieler... Sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach okay. suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Roon, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Psst. Der Hauptmann der Pokonigarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Was soll ich sagen? Mann, ist das eine heiße Kutsche. Boah, es ist schon sehr religiös, ne? Sehr religiös. Und das würde in echt niemals funktionieren, weil die Videospieler jetzt alle wissen, sobald ein Geräusch plötzlich hinter dir auftaucht, gehst du da nicht hin, sondern du guckst genau in die andere Richtung. Das sieht keine Ahnung wie aus. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Was ist das? Ganz leise. Aufgepasst! Da ist jemand! Oh nein! Nein, 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 nein! Der hat natürlich auch genau in unsere Richtung geleuchtet in dem Moment, ne? Ach, Banane!
gut. Muss ich dem einen Stein an den Kopf werfen? Ich habe das jetzt mal als Ja genommen. Alkohol ist schon voll. Warum ist das wieder ein Duettspiel? Letztens war es Kratos und Atreus und heute ist es Amika und Hugo. Hugo. Weil. Keine Ahnung. Im Stream sind ja auch ich und Mike. Also warum nicht auch im Spiel? Schade. Im Retro kommt dann Donkey Kong Country. Tatsächlich keine schlechte Idee. Man hört dich nicht atmen. Nö, nö. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Vorsicht bei der Landung. Na gut, der erste. Das hier ist das Trainingscamp für Assassinen irgendwie. Na, das war wohl falscher Alarm. So, was haben wir denn? Wir könnten einen Beutel bauen. Munitionstasche und Ausrüstung. Was denkst du, was du da unten tust, ha? Hallo? Was? Spooktober danach. Also wenn ihr Vorschläge für Horrorspiele im Oktober habt, ne, immer raus damit. Das Laden, weniger Zeit für höchste Präzision zu schießen. Mehr Munition, bis zu 10 Geschosse. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Ich würde eher sagen, das mal erst als erstes. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ansonsten ist hier tatsächlich nichts. Amicia, was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Yes. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Mir sie ja, dir nicht. Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Mir auf jeden Fall, dir nicht. Ganz ehrlich, Junge. Hugo? Hugo? Wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Nee, ist es nicht. Buh, Hugo. Habe ich dich erschreckt? Nee. Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Kein Problem, die sind erst da vorne. Sie sind hier. Wirklich, dass er uns vor dem Biss bewahrt? Das ist ein Heiliger. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Habt Vertrauen, Bruder. So. Nachladen. Kistchen. Was haben wir denn da Feines drin? Schnur und Leder. Leder, Leder. Das sind nette Schweine. Warum sollten sie denn nicht nett sein? Oh, sie sind überall. Oh ja, das sind sie.
Da liegt ein Säckchen, das kenne ich gerne. Gehört, was in Sauveterre passiert ist. Ein Sturm ist mitten in der Nacht übers Lager gezogen. Mhm. Alle Feuer wurden vom Wind und Regen gelöscht. Ein Rattennest hat sich direkt unter ihren Füßen aufgetan. Nur zwei haben überlebt. Die hatten sie aber schon gebissen. Verdammte Seuche. Verdammte Ratten. Der schaufelt Asche. So, ich habe schon nicht mehr for real, muss morgen früh den Bus nehmen und Co., wenn man morgen Abend sich nicht sieht. Einen schönen Start in die Woche euch allen. Ikarus, ich bin erst Freitag wieder online, weil ich von Montag bis Mittwoch selber weg bin. Das heißt, wenn sehen wir uns Freitag wieder. Aber ich wünsche dir eine hoffentlich unkomplizierte Busfahrt. Aber wir seien wir ehrlich, wann funktioniert das mal? Auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen. Drüben? Was ist das? Ich will wissen, was in dem der Helm da. Aus der Kiste. Was? Das war es eigentlich nicht wert. Komisch. Das kam doch von da drüben. Disneyland? Ja, korrekt. Disneyland. Das ist jetzt von Montag bis Mittwoch. Und vielen Dank und ich wünsche dir dann eine gute Reise. Und erstmal eine gute Nacht. Später. Also für das Material, was da drin lag, das lohnt sich ja kaum. Was war das? Ich bin sicher. Eindringlinge! Hier drüben! Spring ins Wasser! Spring ins Wasser! Geht nicht. Bring uns was mit, sonst gibt's Ärger. Was soll ich denn mitbringen? Also ich werde auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, aber ich weiß nicht, wie ich euch was mitbringen soll. Nein. Ach, nichts. Irgendwas für den Stream mit und gut ist? Ja, das mache ich. Also wieso? Ich kaufe mir mindestens eine Tasse. Eine Tasse wird es für mich ohnehin geben. Bin ich verrückt? Ich hab was gehört. Naja. Verrückt seid ihr trotzdem alle irgendwie. Ach, verbarrikadiert. Bring gar nichts. Tja, was haben wir denn da Feines? Sieh mal, Hugo. Du kannst sicher da durchkriechen und von innen aufmachen. Leder? Salpeter haben wir genug. Schwefel haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Okay, hier ist nichts. So eine versteckte Klinge wünscht man sich hier wirklich.
Okay. Ja. Was soll dieser ganze Lärm? Weiß ich nicht, geh mal nachgucken. Hoffentlich ziehen sie uns hier bald ab. Dann können wir endlich zurück zur Bastion. Nichts. Hey, stimmt's eigentlich, dass der Großinquisitor da Ratten seziert? Um zu sehen, was sie im Bauch haben? Warum auch nicht? Wir können ja nicht bis in alle Ewigkeit Kalk in ihre Löcher schütten. Aber manche sagen, das wäre Ketzerei. Ketzerei wäre es nichts zu tun. Die Ketzerei, Inquisition Ketzerei. Unternimmt immerhin was. Den Rechten könnte man mit einem gezielten Wurf tatsächlich umbringen. Nur den Büchsenherren hier nicht. Es geht nicht. Hast du das gehört? Oh. Ich seh's mir an. Augen offen halten. Oh. Ups. Tja, das wäre ihr Preis gewesen. Ich habe jetzt keinen Topf mehr. Ich hab's mir schon gedacht. Immer geringfügig komisch, wenn plötzlich Soundeffekte kommen, die ich nicht kenne. Nichts zu berichten. Der sieht uns doch da. Okay, oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist ein Rattenloch. Wo sind eigentlich die schlechten Witze? Die erzählen wir doch andauernd. Das sieht einfach aus wie aus einem Film aus Alien oder sowas, wenn du das anguckst. Nein. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Das ist eine sehr gute Fantasievorstellung. Ich werde dir helfen. Na gut. Rückzug! Alle zurückziehen! Rückzug! Was ist da los? Meistens ist das kein gutes Zeichen, wenn das Leute brüllen. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Lord Voldemort ist in der Nähe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Der Kopf tut weh, Lord Voldemort. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Gib ihm eine Schelle. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Du hast Kopfschmerzen, komm mal her. Ich trete dir auf den Fuß, dann tut dir der Fuß weh, nicht mehr der Kopf. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Das ist richtig, ja. Ach, nichts. Bei der Musik kriegt man so Kingdom Come Deliverance Vibes, ne? Wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja, gut. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert?
Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Durch diese Pfütze würde ich eigentlich privat niemals gehen. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Wir haben auch erstmal mit den Schweinen zu tun. Wenn es nachts wird, kommen sie raus. Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Ja. Wie viele Schweine liegen hier bitte rum? Wir brauchen Feuer. Wir müssen hier raus. Amicia, da oben ist Feuer. Los, komm. Lauf, Junge, lauf! Lauf! Schon schneller! Komm, ich hebe dich hoch! Ja, ja, auf die Ratten. Super da. Schön. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ciao! Oh, mein Gott. Sind sie wirklich? Alter! Das sind mehr Schweine als auf einer McDonald's-Farm. Was ist denn hier los? Wie viele Schweine hat denn dieser Bauernhof gehabt? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Alter, das sind hunderte Schweine. Das ist ein Mittelalter. So viele Schweine hatten Hof im Mittelalter nicht gehabt. Kiste. Da will ich glatt politische Witze machen. Einen wunderschönen, wie geht's euch? Moin Zyrados, moin Red Lady, Chelly, Wölkchen ist wieder da. Und Illumi, Hallöchen. Vielen Dank für die 7 Bits. Das konnte ich auch da anmachen, ne? Yes. Willkommen zu Old MacDonald had a farm. Also, im wahrsten Sinne hatte eine. Weil, dies ist keine Farm mehr. Das hier nennt sich Bundestag. So viel verfaultes Fleisch und Schweine. Also so viel, nee. Oh Gott. So viele verfaulende Schweine, das kann nur der Bundestag sein. So, ich hab's gesagt, ihr könnt es klippen und dann wird mich Twitch für immer hassen. Oder weiß ich nicht wer. Muss warten, bis meine Nudeln durch sind. Daher bin ich hier. Andere nennen es Parteitag. Wie geht's euch und wie war dein Stream, Zyrados? Du hast Halo gespielt, das habe ich gesehen. Mhm. Hallo zurück, Hashtag Cello. Hashtag Cello ist auch interessant. Gehen wir. Hast du heute wieder 12 Stunden gemacht, Zyrados? Das artet schon... Also ich glaube, hast du ein Problem, Zyrados? Hast du ein Problem? Hast du irgendetwas, wovon du dich ablenken musst? Jeden Tag streamen und auch noch 12 Stunden ist schon... Los! Das ist schon noch hart. Mal. Ach, Matsche. Da kann ich nicht durchgehen. Jeder Sonntag im September war jetzt 12 Stunden. Eieiei. So muss das. Das nehmen wir mit. Guck mal, das sind die Hate-Accounts auf Twitch, wenn du was auf Twitter. Wenn du den falschen Hashtag benutzt, das sind die Fake, das sind die Hate-Accounts. Die kommen auch so auf dich zu bestimmen. Inzwischen kommt mir das voll kurz vor. Echt? Also 12 Stunden ist schon hart. Schieben wir! Ja! Schieben wir! Links! Links! Komm schon! Links! Fast geschafft! Amicia! Warum haben sie die Schweine getötet? Alter, das sind Vielleicht, Hunderte! Um die Ratten Hunderte! Hier zu halten.
Wir sind immer noch im 13. Jahrhundert, ne? Also so viele Schweine auf einem Haufen, das ist nicht so häufig passiert. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben. Ich würde gerne, aber ich kann nicht nach rechts lenken. Jetzt mach das. So. Komm schon. Du musst auch ein bisschen nach links lenken, meine Liebe. Danke. Geschafft. Wir haben es geschafft. Warum sollten hier keine Ratten sein? Hallo, Laurentius. Shh, Hugo. Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Das kommt gut. Beeindruckend, wie trocken der Boden dort ist. Der müsste schwarz und übersät fallen von Blut. Ist er teilweise. Ich find's echt eklig. Es muss auch, sowas muss stinken wie die Pest. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. So viel Zerstörung, wie hübsch. Ach, Kacke. Hä? Junge? Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Oder Wasser. Oder einfach nur Wasser. Scheune. Erstmal alles looten. Solange man kann, einmal alles looten. Leer. Das Pferd. Die Ratten müssen hier gewesen sein. Oder Laurentius armes hatte echt Pferd. Hunger. Weil, naja. Warum? Was habe ich dir getan? Ich bin hier und denke nicht an nichts Böses. Diese Klappe hier macht mir Angst. Die werden wir gleich irgendwann gebrauchen. Komm, hoch mit dir. Ja. Nicht nur so. Ah, okay. Da liegt was. Steine. Gut. Steine, Steine, Steine. Wir brauchen keine Kohle, wir brauchen Steine. Und nichts. Gib mir Waffen an die Hand und ich werde sie nutzen. In dem Fall der Schrei. Ja, ich bin ja selbst schuld, ne? Bei manchen Sachen bin ich selbst schuld. So, mein Junge. Und hepp. Ich weiß, es gibt... Ich weiß leider nicht, wie das Spiel heißt. Aber bei einer Sache kann man froh sein. Es gibt nämlich ein Spiel, ich glaube für die PlayStation 2 oder den N64 war das. Genau weiß ich leider nicht mehr. Da war das auch, dass man... Was ein Mädchen, was man befreien musste? Ich weiß nicht. Man musste irgendeine Figur befreien. Und man musste die ganze Zeit einen Knopf festhalten, damit die die Hand gehalten haben. Und das macht tatsächlich irgendwann, dass du mit dieser Figur verbunden bist, weil du die ganze Zeit diesen Knopf festhalten musst. Muss man hier zum Glück nicht. Hm? Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Einmal streicheln. Komm, streichel die Sau. Geht nicht. Man kann die Sau nicht streicheln. Ansonsten ist hier noch was. Das ist ein Haufen Mist im wahrsten Sinne.
Das Hintertürchen. Amicia, eine Blume. Hugo, das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du. Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Dankeschön. Verschlossen. Ist nicht so, dass man da reingucken könnte, ne? Niemals. Hallo, Pferdchen. Hi. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Sehr schön. Palim, palim. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Da hinten war noch ein Fenster. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Hallo? Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Alkohol. Ich könnte einmal nochmal Bänder. Das geht nicht. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Klingt auf jeden Fall nicht gut, der Mann. Verpflicht hochwertige Fasern, verbessert sowie die Flexibilität der Schleuder und verringert die Luftreibung. Ah. 16 Materialien. Rennen und Ausweichen macht weniger Lärm. Das ist ja also gar nicht so wichtig, würde ich eigentlich sagen. Aber irgendwie die Munition, also die noch mehr Materialien, finde ich gar nicht so schlecht. Das sieht schon viel besser aus. Hallo? Wer hustet hier? Haben Sie Corona? Eigenen Schnaps brennt er auch. Haben Sie Corona? Wer seid ihr? Magister Laurentius! Bleibt stehen! Er ist ansteckend! Hugo! Hier! Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. Aha. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Lass dir schmecken, Wölkchen. Lass dir schmecken. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Ey, was ist denn los mit dir, Mädel? Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Aha. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Dem Ignifer? Ist das wie... Keine Ahnung. Das ist eine Feuerrune oder was? Ich will, dass du mitkommst. Who let the rats out?
Mädel, was bist du eigentlich für eine Schwester? Du das kümmerst, ist in der Scheune. Los! Du kümmerst dich erst um ihn und dann haust du ihm in die Fresse, oder was? Was sollen wir jetzt tun? Klappt nicht. Klappt auf jeden Fall nicht. Sie sind hineingelangt. Oh, die Schenken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los. Hallo? Diese Zeichnung. Was soll das sein? Vitrol? Ich würde sogar sagen, ein ganzes Leben. Das Leben eines Alchemisten. Wirklich hübsch. Aha. Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Naja, lang. Der gute Kratos hatte mit seinem Sohn eine lange Reise hinter sich. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Ja? Denkst du noch oder muss ich das jetzt machen? Ah, ich verstehe. Ich muss das jetzt lösen. Vor allem hat Atreus nicht so geheult. Oh ja, das ist richtig. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Was? Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Ich will das... Sowas in der Art. Mit dem armen Piggy Pig? Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Mit dem armen Piggy Pig? Was ist denn los mit euch? Geht außen rum. Oder klettert diesen blöden Balken hoch. Der arme Piggy Pig. Piggy und Frederik. So ist es gut. Und gut kauen, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Was? Was ist los mit euch? Wow. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Das hätten wir doch von Anfang an benutzen können. Kletter hoch. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Das Warum? Hätten wir doch von Anfang an machen können. Was machst du da? Ich guck nicht hin. Nein. Es lebt doch noch. Nein. Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist armes Schweinchen. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Doch. Kommt. Ihr hättet einfach hier runterklettern können. Da ist eine blöde Fackel. Armes Schweinchen. Ja. Du sprichst mir aus der Seele. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Kein Ding, habe ich genug. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Dämonen. Wie Dämonen, das sind Käfig. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf. Eine alchemische Vereinigung. Dieser Ofen. Das ist. So einen nennt man Atanor, glaube ich. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und. Das ist Latein. Wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen.
Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst jetzt Ignifier herstellen. Halte RB gedrückt, um aus Außermenü. Entzündet Glut. Stein, Schwefel, Alkohol. So, es ist... Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifier, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. I do my best. Feu, feu! Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Der ist bestimmt gefressen. Kannst du vorausgehen? Der ist doch bestimmt gefressen. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Nein. Niemals. Los, kletter hoch. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Ja. Wusch. Kommt, hier entlang. Ja, gewiss. Gewiss. Gewiss, my lady. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein, Amicia! Die Lichter sind aus. Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Die Destillierfässer! Joa. Tu doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht! Das Schwert! Rennt dem Pferd hinterher! Spart uns den Weg! Hugo! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss. Okay. Ciao. Wir sind umzingelt. Ja. Wohin jetzt? Wohin? Ciao. Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los. Komm. Kleines Windmühlenrad, ich brauche dich. Der Meister ist jetzt knusprig. Ja, aber vor allen Dingen stirbt er nicht durch Ratten, sondern durch Feuer. Das war auch ganz nett. Das ist verdammt laut. Sehr laut. Das und nicht Düse im Sauseschritt. Ja, aber Wasser schützt euch doch. Einfach auf dem Boot leben. Wo ist das Problem? Einfach ein Boot. Ich verabschiede mich dann aber mal Richtung Bettchen. Letzte Runde mit...